Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die im Gesetz beschriebenen Verwendung der Mittel ist in großen Teilen leider vage, vage, vage und nichts anderes. Konkret finden sich eigentlich nur im Bereich der Investitions- und Investitionsfördermaßnahmen, die die Landtagsverwaltung und die niedersächsische Justiz sowie bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen der mittelbaren Landesverwaltung auf kommunaler Ebene etwas, was man so ein bisschen belastbar nennen könnte. Für viele andere Bereiche finden sich nur schön formulierte Absichtserklärungen, immerhin durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, ein ganz wichtiges Ministerium übrigens, ist ein von der Landesregierung zu beschließender und jährlich vorzuschreibender Maßnahmenfinanzierungsplan zu erstellen. Wie schön! Der eigentlich konkrete und viel interessantere Masterplan bleibt aber weiterhin im Dunkeln. Wahrscheinlich gibt es da Gründe für, Herr Minister. Immerhin hat Herr Muhle, Ihr Staatssekretär für Digitalisierung, inzwischen festgestellt, dass man in Österreich in jeder Gondel mit dem Laptop arbeiten kann, stand heute in der Zeitung. Dieses in Deutschland, aber zum Beispiel mit dem Zug von Berlin nach Hannover nicht möglich ist. Dieses Problem wollten wir in unserem Antrag Digitalisierung der Hauptverkehrsachsen bereits im März lösen, Herr Minister. Herr Minister, Ihre bei jeder Gelegenheit gehaltenen Reden zur Digitalisierung machen das Netz nicht schneller. Herr Minister, liefern Sie endlich. Danke. Vielen Dank für die SPD-Fraktion.